Achtung, Intro. Ja, mal moin, ist es dann schon wieder soweit? Mensch, die Zeit, die vergeht an mir vorbei. Wir haben mittlerweile schon den 22. Dezember 2013. Und da sich viele Leute ein Prospekte-Video von mir gewünscht haben, werde ich dieses nun auch folgen lassen. Allerdings in etwas kürzerer Form, also ich werde jetzt nicht jeden Artikel in jedem Prospekt hier, die ich vorbereitet habe, vorlesen, sondern nur so auf die wichtigsten Punkte eingehen, denn andere Kollegen machen das deutlich ausführlicher, bei mir soll es ein bisschen zusammengestaucht sein. Und ja, wir fangen ja mal an. So, beginnen wollen wir jetzt erstmal mit Aldi Nord. Wir fangen an. Wie jedes Jahr sehen wir das Target-Set für 9,99 €, Indianapolis-Set 17,99 €. Oh, ups, Entschuldigung, falsches Prospekt, 2008. Dann gehen wir mal 5 Jahre in die Zukunft. Jetzt das richtige Prospekt, 2013, 2014. Und was sehen wir? Wieder genau dieselben Raketen, wenn ihr mal sehen wollt, wie es vor 5 Jahren aussah. So und heute so. Damit wären wir dann nämlich auch gleich bei meiner Einleitung, nämlich zu meiner Meinung zu den diesjährigen Discounter-Angeboten. Grob gesagt, es wird für mich immer schlechter. Es gibt eigentlich aktuell nichts mehr wirklich, was mich in die Discounter treibt. Weswegen ich jetzt auch seit 3 Jahren mittlerweile auf den Onlinehandel umsteige. Denn wie ihr sehen werdet, wird das Angebot von Jahr zu Jahr, nach meiner Meinung zumindest, immer schlechter. Ich möchte jetzt nämlich nicht den Otto-Normalverbraucher draußen irgendwie schlecht machen, sozusagen, dass er halt im Discounter oder so weiter einkauft. Allerdings bin ich der Meinung, dass auch die normalen Leute, die nicht allzu viel Ahnung vom Feuerwerk haben, was natürlich nicht schlimm ist, mittlerweile aber im Discounter so viele Sachen verpassen. Ob es jetzt die ganzen Firmen sei wie Jorge, Blackbox, Heron und so weiter, wovon die meisten Leute wahrscheinlich noch nicht mal etwas gehört haben. Wundervolle Produkte, Vulkane, Batterien, die im Discounter nicht alles zu finden sind, die tun mir die Leute ehrlich gesagt mittlerweile ein bisschen leid. Denn ich finde es schade, dass sich gerade in den Discounter-Bereichen, also die großen Läden wie Aldi, Lidl, Norma und so weiter, nichts tut. Mal gibt's Komet, dann gibt's mal wieder Weco. Und was mir dieses Jahr besonders wieder aufgefallen ist, dass es dann auch noch, wenn es schon Weco gibt, in den meisten Läden immer nur dieselben Produkte sind. Anderer Name raufgeklatscht, selber Inhalt. Der normale Mann da draußen kauft es trotzdem und wundert sich dann, warum er dreimal dieselben Artikel geschossen hat. So, nun aber erstmal egal, wir fangen mit Aldi Nord an. Kurz mal gucken, dass wir es richtig scharf stellen. So, wie gesagt, ich werde jetzt nicht auf jeden Artikel eingehen. Ich werde euch die Prospekte halt ein bisschen scannen und dazu etwas erzählen. Wir hatten ja angefangen mit der Raketenübersicht von Aldi. Wieder das Indianapolis-Set. Zum Glück sind die Sachen hier nicht alle teurer geworden. Das Targa-Set mit Doppelschlag, Bomben, Raketen, Cobra und das Goliath-Familien-Sortiment. Ich glaube, nur in diesem Sortiment sind auch 3-Schlag-Raketen. Wie die Diablo-Raketen drin, allerdings laut Videos sehen die nicht so toll aus. Ich hatte auch diese Weco-Bombenraketen schon lange nicht mehr gehabt. Früher war es ja so, dass die nicht allzu hoch gestiegen sind, 10 bis 15 Metern. Das kann sich mittlerweile geändert haben. Ab und zu sehe ich auch mal welche, die sind jetzt nicht so schlecht am Himmel, aber meine Devise ist, ich möchte mich vor Nachbarn unterscheiden. Gehen wir weiter, das Base on Fire Set, davon hatte ich auch schon mal ein paar Videos gemacht, ist für 18 € zum Warmschießen eigentlich nicht so schlecht, das Set, mit ein paar Leuchtkugeln, Batterien, ein paar kleineren Batterien, beziehungsweise zwei davon, die beiden hier, die sind Vulkane, ein paar sind mit Zerleger, Verbundset, die Gladiator, ich habe es mir hingeschrieben, im Originalen ist es die dicke Bertha für 20 €. Die Batterie hat eine ziemlich langsame Schussrate. Man sieht es auch hier angegeben, eine 120 Sekunden Brenndauer. Für mich viel zu langsam. Also die wirkt doch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Die oben Metropolis Verbund für 30 €. Und die Barracuda für 15,99 €.
Das Originalprodukt davon ist die Weco Voodoo Star, also auch schon ein paar Jahre draußen, halt bloß bei Aldi Nord unter anderem Namen. Barracuda, und diese Batterie werden wir noch öfters sehen. Ebenfalls Aldiger Klassiker Copernicus. Oben ein paar Leuchtkugelbatterien. Die Hell of Wheels, 300 rasant abgefeuerte Power-Luftfeuerler, also die Ghost Rider im Originalen, wenn ich mich nicht irre, von Weco, die werden wir auch in fast jedem Laden finden, weil es ja so spannend ist. Die Titan Power Shots wie jedes Jahr dabei und natürlich die Weco Poison Aquila. Ist natürlich jetzt nicht die große Effektbombe, aber ich schieße diese Batterie immer noch gerne, weil es mir bei dieser Batterie hauptsächlich um den Knall geht. Für 3 Euro ist vollkommen in Ordnung. Allerdings für die anspruchsvollere Person würde mit dieser Batterie nicht mal allzu viel Freude haben, aber ich schon noch. Dann hier unten für 10 Euro 2x100er Schussbox und die Van Gogh, die im Originalen glaube ich die Uranus ist. Hinten ein bisschen teurer mittlerweile geworden, die Power-Knallketten. Die kamen mal glaube ich 6,99 Euro, jetzt sind es bei 7,59 Euro, ist immer noch okay. Und als kleiner Tipp hier unten das Dynamat-Bag, ein bunter Böller-Mix für 1,99 Euro. Da sind sogar gar nicht so schlechte Sachen dabei. Die Pyropetale, also Reibkopfknaller und ein bunter Mix aus A-Böllern, D-Böllern und so weiter. Für 2 Euro durchaus in Ordnung. Allerdings waren letztes Jahr die Böller sehr, sehr feucht gewesen. Ein generelles Problem bei Böllern, egal ob es jetzt von Weco, von Keller oder selbst von Leslie, Panda und so weiter sind, neuerdings sind die Böller meistens nur noch feucht und muss man erstmal 2 Jahre lagern. So, weiter geht's. Ich greife hier einfach mal irgendwo rein, gucken, was wir uns greifen. Nee, das möchte ich noch nicht nehmen. Nehmen wir erstmal McGuides. Müsste ja auch in einigen Ländern Deutschlands vertreten sein. McGuides hatte eigentlich mal gar nicht mal so schlechtes Angebot. Mittlerweile wird es so, naja. Zum Beispiel hier, wenn ich mir diese Batterie angucke, die als exklusiv bei McGuides angeboten wird. Heuler Inferno Batterie von Weco. Wer ein bisschen Ahnung hat, wird sofort erkennen, dass dahinter die Hellweiser steckt. Nämlich, wenn man liest, 100 Schuss. Luftheuler. Ich hatte die Batterie gehabt, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen zu langweilig. Wahrscheinlich muss man die mehrfach schießen, dann macht die Spaß alleine allerdings nicht. Ansonsten das Übliche vom Weco, Familiensets mit Raketen und so weiter. Entschuldigung, dass es hier so ein bisschen spiegelt, allerdings wir haben mittlerweile schon wieder dunkel draußen und nur mit allen Lichtern an kann man hier einigermaßen etwas sehen. Aber das sollte nicht so schlimm sein. Hier Multi-Effekt-Batterie, Kometenfinale. Theoretisch müsste da ebenfalls wieder die Uranus dahinter stecken, wobei hier irgendwie anscheinend ein Schuss weniger drin ist. Auf jeden Fall ist es relativ dieselbe Batterie. Eine häufige Masche, deswegen hatte ich hier nämlich auch Schrott hingezogen. Ihr müsst unbedingt immer darauf achten, wenn ihr euch China-Böller, Schinken und so weiter kauft, dass ihr keine halben Mogelpackungen wie hier zum Beispiel kauft. Hier wird ein D-Böller Schinken für 4,95 Euro angepriesen. Allerdings sind hier bloß 40 Stück drin statt 80 jetzt halt. Also in dem Sinne 9 Euro für einen ganzen Schinken. Was definitiv hier für Weco viel zu viel ist. Reibkopfknaller von Weco, 1 Euro ist in Ordnung. Knallketten, wer Spaß daran hat. Rennspektakel von Weco, Rising Sparks, ist die Kicker von Weco, also eine Titan-Wohl-Batterie, die es schon seit längerem gibt, nichts Aufregendes, die hier schon wieder als exklusiv bei McGuides angeboten wird. Mein Kommentar dazu seht ihr hier. Ja, für mich einfach nur Kundenverarsche. Weiteres Familiensortiment, ein paar Vulkane. Die sind jetzt allerdings auch nicht so doll. Also hier haben wir zum Beispiel mal ein Beispiel. Es ist ja schön, dass man mittlerweile auch schon Vulkane in solchen Läden zu kaufen bekommt. Allerdings wäre mal ein
Vulkan von Jorge, sei es den Golfvulkan oder halt den Lucifer-Vulkan von Panda und von mir aus auch die dreifach so teuren, sag schon, Zink- bzw. Vico-Vulkane hatte, das ist ein riesengroßer Unterschied. Also deswegen ist es zum Beispiel ein Grund, warum ich immer wieder online bestelle. Dann geht's weiter hier unten noch mit ein bisschen Kleinscheiß. Weiteren Müllartikeln. Wobei ich dann, wenn ich mir mal diesen Artikel angucke, aus dem werde ich nicht ganz schlau. Raketensortimente, also sieht praktisch aus, als ob es der Ersatz von den Space Sounds Raketen sind von Vico. Allerdings steht es hier mit bei 5 Rakete mit Knall. Ist mir von Vico keine Rakete bekannt, die kenne ich halt nur von Panda, diesen Mini 5 Raketen, die mir sehr viel Spaß machen. Wenn es ähnliche Raketen sind, dann auf jeden Fall kaufen, die sind nämlich richtig toll, ansonsten, ja klar, für zwischendurch ist immer in Ordnung. Weitere Raketensets, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen werde, ist halt immer das typische Vico-Programm. Hier drüben noch ein paar Partyartikel. Und hier die Supersprüher von Lico, ein Klasse 1-Set aus 5 Vulkanen. Hier für 5 Euro, mein Kommentar dazu, teuer, das werden wir nämlich auch noch öfter sehen, allerdings für 1 Euro billiger. Für Klasse 1 muss ich aber sagen, dass diese Artikel gar nicht mal so schlecht sind. Ich glaube, ein Video dazu habe ich noch nicht hochgeladen. Mache ich vielleicht noch. Auf jeden Fall nicht schlecht. Die kommt teilweise schon an Klasse 2 ran und das ist ganz witzig. Gut, haben wir MacGuides durch. Packen wir erstmal weg. Genauso wie die anderen beiden Prospekte hier drüben. Alt und neu.